Leute, hier ist wieder euer Daniel und ich habe heute etwas ganz Besonderes eigentlich schon für euch. Ich habe nämlich mal wieder die PS4 angemacht und ich habe mal die Destiny Alpha drin. Ich bin bestimmt nicht der Einzige, der jetzt vor ein paar Tagen eine E-Mail von PlayStation bekommen hat, wo man sich die Destiny Alpha runterladen kann auf der PlayStation 4. Und um anzuzocken, um denen dann zu schreiben, ob irgendwelche Bug-Sachen oder Lags, irgendwas Derbes, was euch irgendwie halt derbe Probleme macht oder sonst was ist. Finde ich eine geile Aktion, muss ich echt sagen. Also, dafür bin ich schon mal sehr. Und jetzt wollte ich das halt schon euch so mal ein bisschen zeigen. Vielleicht einfach um, ja, denen, die es vielleicht nicht zocken können, die vielleicht noch keine PlayStation 4 haben oder so, zeigen zu können, weil das, ich habe es gestern, wie gesagt, schon mal kurz angezockt. Es ist ziemlich geil. Also, ich bin davon schon jetzt ein Fan. Und das ist bestimmt so ein Titel, den ich mir auf jeden Fall holen werde. So, jetzt wollte ich nur mal gucken. Ja, da ist mein Charakter. Mal sehen, dass wir hier irgendeine Mission machen, vielleicht, die ich gestern vielleicht nicht hatte. Hier kann man nämlich ein bisschen mehr machen. Das ist nämlich gar nicht schlecht, was sie hier gemacht haben. Hier hat man dann halt so irgendwie Turm, die letzte Stadt, Erde. Hier dann irgendwie die große Erde, Altrussland, Entschuldigung, Erde. Ich würde sagen, da gehe ich einfach mal hin. Und dann haben wir hier, erkunde das Kosmodrom, Altrussland, Erde, untersuche den altrussischen Hafen. Hilfe der Stadt. Ja, nehmen wir einfach mal. Das ist übrigens auch so ein bisschen so das Menü. Ich find's hammergeil. Also ich bin echt Fan von. Das muss ich echt mal sagen. Also ich glaube, das wird ein hammermäßiges Game. Mal sehen, was uns auf dieser Mission erwartet. Also das sieht auch schon hammermäßig aus. Also ich weiß jetzt nicht, ob man das so sehen kann in dem Video, was ich aufnehme. Aber es ist, ich weiß nicht, also das sieht so geil aus. Ich bin echt begeistert. So, dauert das jetzt hier so lange oder? Sieht wohl so aus. Ah, jetzt geht's runter. Oh, das war kurz irgendwie ein bisschen, falls man das gesehen hat, irgendwie so ein leichter Grünschleier irgendwie. Alright, this time we go wherever we want. Nothing holding us back. Guardians have been planting beacons here to connect back to the tower. We find them, we can help the city. I'm already detecting a few. Ah ja. Okay, also das, diese Map oder das hier kenne ich halt sogar schon so ein bisschen. So die Landschaft hier. Aber machen wir einfach trotzdem, scheißegal. Also es ist, wie man gleich sieht, wahrscheinlich ähnlich wie Borderlands. Halt mit Levelsystem und den ganzen Kram. Und halt mit Open World bisschen. Also ich finde es hammermäßig. Das da oben in der Mitte ist übrigens meine Gesundheitsanzeige. Die füllt sich aber wieder auf. Das gibt's denn, ja, weiß ich nicht, ob es denn gewisse Rüstungssachen gibt, wo man denn das noch ein bisschen verschnellern kann oder so. Ich sag mal, meinen, den ich hier ausgewählt habe, den Charakter, der hat schon eine ziemlich gute Regeneration drin, ne? Deswegen passt das. Das ist übrigens so eine Granate irgendwie, so eine, weiß ich nicht genau, so eine, irgendwie so eine andere Granate, sagen wir mal einfach. Das weiß ich auch noch nicht genau, hundertprozentig. Aber das ist, sieht auf jeden Fall, wie gesagt, hammermäßig aus und das macht auch mega Laune. Rechts denn, wie gesagt, dann so, das, was man dann bekommen hat von denen, irgendwie, ich weiß nicht, was genau diese komischen blauen Quadrate sind. Oder Vierecke, Entschuldigung, Quadrate. Gut, stimmt, ja, sind ja auch Vierecke. ich denke mal, das wird sowas wie die Währung sein. Hier.
Und das da über ist halt dann ganz normal so die Erfahrungspunkte, die man bekommt. Das mit dem grünen Plus. Ja, wie gesagt, ich hab irgendwie gestartet auf Level 3 hier und musste irgendwie so einen Komplex erkunden in der Mission davor, wo ich dann irgendwie auf so eine andere Lebensform gestoßen bin, irgendwie, glaube ich, war das. Und ja, das war auf jeden Fall auch schon nicht verkehrt. Oh. Hier sind Gegner auf jeden Fall. Das ist hier, wie gesagt, sowas wie ein Sturmgewehr. Und eine Schrotflinte habe ich noch dabei. Aber ich finde, die Schrotflinte, die ist nicht so praktisch. Irgendwie. Überhaupt nicht. Das finde ich auch übelst geil, dass er dann von alleine, so wenn es dann dunkel wird, macht er dann das Licht an. Ich weiß gar nicht genau, ich glaube, ich verfolge gerade gar nicht so die Mission. Dem Radar oben rechts kann man übrigens sehen, wenn es da ein rotes Viereck aufleuchtet, dass da ein Gegner ist. Da kommt noch einer. Oh, da hab ich ganz schön getroffen. Der Doofkopf. Ich weiß auch nicht genau, warum diese Gegner immer wieder nachkommen hier. Guck mal, hier ist sogar eine Leute einsammeln. Eieiei, 113 von diesen Dingern. Alter Schwede. Also wird es doch wahrscheinlich sowas wie die Währung sein hier. Kann hier nicht gerufen werden. Ah ja, okay. Wahrscheinlich gehe ich hier auch gerade irgendwie eine... Ja, so eine optionale Sache ab. Vielleicht sollte ich einfach mal wieder hochgehen. Ich wollte ja eigentlich so an sich die Mission schaffen für euch. Und wir müssen ja, finde den NAV-Modus, Leuchtsignal und erhalte Mission vom Turm. Oh. Da geht's schon los. Jetzt ist übrigens, habt ihr ja gerade gesehen, Entschuldigung, dass mir das jetzt erst aufgefallen ist, der Supervoll, das ist dann halt sowas wie die Spezialattacke von demjenigen Charakter. Drei gibt es ja hier momentan zur Auswahl. Ich weiß nicht, vielleicht wird es nachher noch mehr geben. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Bestimmt auch ein paar DLC, Typen noch, die noch dazu kommen. Aber die Attacke werde ich auf jeden Fall gleich mal einsetzen, wenn ich noch mal ein paar. Oh, Entschuldigung, scheiße, das war natürlich doof. Da war gerade eine Mission annehmen. Aber erstmal mache ich die Leute platt. Und dieses komische Fluggerät da. Ich weiß noch nicht genau, damit komme ich noch nicht so klar. Die Namen stehen zwar dabei so, aber irgendwie. Ja, ich guck mir die auch gar nicht so an. Ich guck mir denn eher lieber das Spiel an oder so. Das ist schon echt smooth, muss man echt sagen. Ey. So, muss ich nur mal finden, wo war ich denn jetzt gerade? Wo man die Mission sich holen kann? Mal gucken, hier 8 Meter hier irgendwo. Hier. Mal sehen, was es gibt. Okay, Guardians, I need eyes here. Wie ein Haufen Ameisen. Liefer eine genaue Schätzung der Stärke des Feindes in der Kluft. Aha. Feind erkundet. Guck mal. Wahnsinn. Also das begeistert mich, das Spiel. Das ist echt der Hammer. Ich werde mal sogar mal kurz eine Schrotflinte hier für euch nutzen. Oh. Wie gesagt, dies finde ich nicht so praktisch. Weil irgendwie macht die auch kaum Schaden. Da finde ich, ist das Ding hier schon wesentlich genialer. So, die Kluft ist da. Ah ja, okay. Erstmal schnell das alles nachladen hier nochmal. Okay, von der Zeit her sind wir auch ganz gut. Gefallener Schweber ist das. Ah ja, alles klar. Jetzt habe ich mal drauf geachtet. Sonst, wie gesagt, achte ich da echt eher nicht drauf.
macht die lieber eher platt, als mir noch die Namen da durchzulesen. Ich sehe noch nur die zwei davor, die Gesundheitsanzeige, und dann zack, sind sie eigentlich auch schon weg. Geil, also echt, das macht echt Spaß, ey. Wie gesagt, wie Borderlands, nur es ist eine Grafikbombe, ey, also vom Allerfeinsten. Jetzt muss ich mal irgendwie gucken, wie ich da reinkomme. Ah ja, hier, alles klar. Hier muss ich ja wohl rein, das hier ist wohl die Kluft, ja. Hier zeigt er mir das Viereck an. Hier muss ich jetzt eine Feind... Oh, da war gerade das Bild kurz weg. Vielleicht habt ihr es gesehen. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie aber immer nur dann, wenn ich die Elgato dran habe hier an der PS4, dann stockt das irgendwie mal oder keine Ahnung warum. Irgendwie seltsam. Enigma-Brand. Guck mal, ich habe sogar was bekommen hier. Wahnsinn. Jetzt muss ich nur noch mal wissen, wie ich da... Ich glaube, mit Option kommt man da hin. Ja. Oh ja. Das ist auf jeden Fall besser. Haben wir noch irgendwas hier zur Auswahl? Nein. Da steht übrigens das Level, so viel man auch noch, wie viel man auch noch braucht fürs nächste. Das ist so meine Waffe hier. Wir haben sogar noch eine andere, aber das ist bestimmt die... Ach nee, das ist... Ach, guck mal an. Ich habe ja sogar noch ein Sniper-Gewehr am Start. Guck mal an. Kodiertes Engramm. Ungewöhnlich. Primärwaffen. Verschlüsselt. Abgeben. Aha. Zerlegen kann man die Dinger auch noch. Alter Schwede. Also hier kann man echt viel machen. Das merke ich jetzt schon. So, jetzt muss ich mir mal kurz das Sniper hier... Alter Schwede. Sehr geil. Aber die habe ich keine Munition für. Okay. Schade. Auf jeden Fall ist hier bestimmt gleich was los. Also wenn ihr das sehen könntet, wie geil das ist. Ich sag mal, ihr seht es ja, aber ich weiß nicht, ob ihr das so, ja, auch empfindet. So. Was ist das eigentlich? Hier kann man was machen? Nee. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Ah, ja, da sind auch Gegner. Entschuldigung. Das war nicht so prägnant. Oh, scheiße. Das war alles nicht so gut. Das hat nicht die Gegner getroffen. Das hat noch mich geschadet. So, jetzt muss ich mich ein bisschen verpissen. Damit meine Gesundheitsanzeige... Oh, scheiße, da ist einer. Damit meine Gesundheitsanzeige sich wieder füllt. Das finde ich nämlich auch ganz gut gemacht, weil bei Borderlands hattest du es ja irgendwie nachher... Bei dem zweiten Teil fand ich das irgendwie relativ doof, dass man da sich ja keine Heilungspakete oder sonst irgendwas da ja schnappen konnte. Weiß ich nicht, das war ein bisschen doof irgendwie. War nicht so gut. So, muss man ein bisschen was einsammeln hier, damit man noch ein bisschen Mumpe hat. Die Gegenstände, die man hier so... aufsammeln kann, die habe ich noch nicht so entdeckt hier irgendwie immer. Das sind irgendwie nur so ganz kleine Pakete. Die muss man erst mal sehen teilweise, wenn die überhaupt was fallen lassen, wie gesagt, ne? So, auf jeden Fall soll ich hier lang, sagt er. Dann da lang. Haben wir hier noch was? Nee. Hier ist nichts. Mäßig. Die Kluft. Ach, das ist jetzt die Kluft. Das ist doch sogar ein Typ von... Ist das hier so ein Online-Typ oder was? Hammer. Dass man auf einmal so... Gleich nochmal... Das ist ja geil. Oh, hier gibt es gerade wieder so eine komische Pflanze, sag ich mal dazu. Wo
Wo ist die Kacke? Da sie. Die muss man irgendwie sich immer aufsammeln. Ich weiß nicht, wofür die sind. Ich kann mir vorstellen, die sind vielleicht dann halt irgendwie so zum Schmieden oder irgendwie zum irgendwas herstellen, sag ich jetzt mal. Ich würde mal sagen, das ist ein Online-Kollege, der einfach auch mal ein bisschen mitzockt. Das ist ja Hammer. Dann macht er wahrscheinlich gerade in dem Moment genau die gleiche Mission wie ich. Und dann können wir uns wahrscheinlich sogar so ein bisschen unterstützen. Oh, irgendwie ist das aber gerade echt seltsam hier. Das finde ich ist ja geil gemacht. Oh, was ist jetzt los? Zerstöre den gefallenen Läufer. Event beginnt optional. Alter! Ach du Heilige. Alter Schwede. Oh. Heilige Scheiße. Alter Verwalter! Das ist mal auf jeden Fall übel. Was hat er bloß gemacht? Und den müssen wir auch noch in 4 Minuten zerstören, wie das da aussieht. Alter Schwede, ey. Alter Schwede. Alter Schwede. Also hier geht's gerade mächtig ab. Wiederbeleben. Er ist tot. So eine Scheiße. Und das ist bestimmt die beste Stelle im Spiel. Ne? Heute einmal. Ist denn da drin auch wieder Geld oder was? Vector-Eid. Boah, die haben alle ein Schild am Start. Diese weiße Leiste, die da noch so ist, dazu. Das bedeutet, dass sie ein Schild am Start haben. Das heißt, man muss erst das runterrotzen. Ah, das war jetzt gerade der Super. Den habt ihr jetzt mal in Action erlebt, aber hat leider nicht wirklich getroffen. Na komm schon raus, du Sack. Ich will dich killen. So, jetzt kann man hier mal... Ich habe sogar mal ein bisschen von der Sniper-Mumpe. Ich werde das einfach mal testen, das Ding hier. Ich ziehe das hier mal ab. Alter Schwede. Ist nicht sehr viel. Ey, Moody ist schon wieder tot. Da steht mir sogar gleich da unten dran. Natürlich mies, ne? Hat er ein Event gestartet? Ey, das ist ja fast unmöglich für mich hier. Da mitzureißen. Alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede. Oh, jetzt bin ich mal gefallen. Wieder ein Stieg mit Viereck. Alter Schwede. Boah! Hat gleich hier hingehauen. Seine Waffe. Alter Schwede, ey. Alter Verwalter. Alter Schwede, die bewegen sich aber auch echt mies. Das Ding kriegen wir doch, glaube ich, nicht platt. Das könnte mir nicht vorstellen. Deine Leiste ist noch ziemlich voll.
Rätsel gerade sogar relativ schnell. Ich habe so ein bisschen den Schwachpunkt, wie es aussieht, gefunden, aber das wird trotzdem nicht reichen. Ah, okay, jetzt hat er noch mal wieder ganz gut Schaden gekriegt gerade. Oh, oh, jetzt ist er wieder einsatzfähig. Eine Minute haben wir auch nur noch Zeit irgendwie und dann ist er wohl wieder weg. Ich weiß es nicht genau. Irgendwie sowas wird es wohl sein. Looking good. Keep it up. Oh, was ist hier weg? Oh, ist sogar noch einer dazugekommen irgendwie. Einer auf Level 8. Ach, da ist die Schwachstelle. Ich sehe sie gerade da, dieses... Alter Schwede, jetzt habe ich keine Mumpelns mehr. Ach du Scheiße. Hier ist ein bisschen was, glaube ich, habe ich aufgesammelt. Ich glaube, das wird nichts mehr. Mit den Typen zu erledigen. Ne, eine Sekunde. Event abgeschlossen, schalt den Lauf aus, bitte. Das ist der Grimme. Da hinten ist auch noch eine Kiste. Die nehmen wir gleich mal mit. Alter Schwede. Äthersaat. Das sollte ich mir wahrscheinlich mal alles kurz angucken, ob ich hier was habe. Details. Okay. Ist nicht wirklich besser. Ein anderer Helm. Vector-Eid. Nö. Ist auch nicht wirklich besser. Aber eine Waffe habe ich noch bekommen. Trax, Kalum, Schlagkraft. Guck mal an. Die ist doch, glaube ich, sogar besser. Oh ja, das Ding haut gut durch. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lang das Video werden kann. Das wird wahrscheinlich schon etwas länger gehen. Bin schon recht gut dabei. Eigentlich wollte ich die Mission beenden, die ich hier angefangen habe. Und wir sind hinter mir noch Gegner, da sind sie doch. Die Knarre ist auf jeden Fall gut. Super, ist bereit. Vielleicht treffe ich jetzt sogar mal. Wo sind sie? Hier drin, oder? Oder? Irgendwo hier. Mensch, wo sind die denn? Da ist eine. Nee, da nicht. Wunderbar. Oha. Ah, wieder nicht getroffen. Ich dachte, ich treffe ihn. Mensch, warum gehen die denn alle auf mich rauf, sag mal? Haben die... Weiß ich aber auch gerade nicht hier. Das war ein guter Treffer, würde ich sagen. Da ist irgendwo noch einer. Einer ist gut. Hab's wieder noch ein Level geschafft hier. Wunderbar. Hab sogar irgendwie eine Fähigkeit oder so, glaube ich. Upgrade-Fall geschaltet, alles klar, da steht's doch. Besalonex, aha. Das sind wahrscheinlich wirklich, ja, Kameraden. Online-Leute, sozusagen. Da oben muss ich hin. Alter Schwede. Wie will ich da denn hinkommen? Da
dann kann ich vielleicht die Mission hier vielleicht noch in den nächsten paar Minuten noch schaffen. Wie gesagt, ich wollte euch nicht zu lange damit aufhalten. Da ist ja doch der Älteste da. Irgendwie ist gerade wieder mein Bild weg. Ich weiß nicht warum, Mensch. Oh, und dann bin ich auch noch gefallen, ist ja klar, ey. Oh, warum? Ich verstehe das nicht. Immer wenn irgendwie komischerweise die Elgato dran ist, dann ist ab und zu echt mein Bild weg und dann kann ich nichts mehr machen. Verstehe ich nicht, warum das so ist. Kann ich echt nicht sagen. Leider echt nicht sagen. Das ist echt doof. Und sterbt dann wegen so einem Mist. Mensch. Die Dinger. Oh. Die sind ja überall Gegner. Heiliger Piss. Eieieiei. Eieieiei, du. Hier ist gut was los. Oh, noch was, irgendwie. Oh, da oben. Halleluja. Kann noch mal ein bisschen snipen hier. Schade. Das war ja klar, dass das nichts wäre. Oh. Meine Güte. Oh. Halleluja. Da ist ein Unsichtbarer. Der direkt doch gleich gesehen da irgendwie. Der Hund. Oh. Scheiße. Ah, scheiße. Meine Güte, die Gegner sind aber auch echt intelligent hier. Oh, schon wieder ist das Bild weg. Meine Güte. Ich weiß nicht, ob ihr das wie gesagt seht. Vielleicht zieht die Elgato ja auch durch. Also vielleicht habt ihr auch durchgehend Bild da. Ich würde sagen, der war getroffen. Da schon wieder. Meine Güte. Das war ein sehr guter Treffer, würde ich mal sagen. Zeig dich. Das war auch ein sehr guter Treffer. Noch ein guter Treffer. Noch ein guter Treffer. Ah ja, der ist schon da. Aha, wie hat er das dahin geschafft? Der kann auch irgendwie schweben. Jetzt soll ich auch mal mein Upgrade angucken, dass ich hier noch zur Verfügung habe. Mensch, schon wieder werde ich irgendwie angegriffen von den Typen. Ich werde mal kurz mein Upgrade angucken. Na? Ach so, Upgrade 4-3. Alles klar. Energie hat sogar mächtiger Power. Na, Angriff der Feinde. Energie hat sie und haben die. Abgesehen sei deine Granate. Deine Granate verringert. Aha. So, nehmen wir doch, ne? Sich doch nicht verkehrt an. So, wie kommt man jetzt bloß auf diesen doofen Aussichtsplattform, da sage ich jetzt mal. Wie kommt man darauf? Irgendwo muss es doch einen Weg geben. Da ist ein Gegner. Wahrscheinlich hier. Kann man hier irgendwie hoch? Nein. Ah, guck mal hier. Ha, hallo.
R3. Mann. Also, das ist auf jeden Fall mal ganz lustig. Nicht schlecht. Das gefällt mir. Auch schon allein, dass man hier irgendwie diese komischen Gesten machen kann, das fände ich nicht verkehrt. Oh, schon wieder ist die ja gerade weg. Ein Blödsinn. Ey, 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 ey. So wollen wir mal nicht anfangen, ne? Oh, den habe ich super getroffen. Den aber auch. Den auch. Jetzt drehe ich aber ganz gut durch hier. Das muss ich mal sagen. Das ist echt funny, ey. Hat er jetzt einen erledigt für mich? Jawohl. Ich glaube mal, der ist tot. Oh, scheiße. Oder? Oh, hä? Aha. Bleibt da noch irgendwie kleben in der App? Das ist natürlich mies. Kodiertes Engramm. Ich will da hoch. Ich weiß bloß nicht wo. Echt blöd. Echt blöd. Den habe ich damit fertig gemacht. Sehr gut. Also Gegner sind hier auch echt viele. Muss ich mal echt sagen. Ja, auch wenn er Gegner erledigt, dann zählen die auch noch für mich sogar. Die Erfahrungspunkte und so. Finde ich auch nicht verkehrt. Irgendwie muss man doch da hochkommen, oder? Hallo. Versteh es nicht ganz. Ich komme da nicht hoch. Winkt mir zu. Guck mal an. Ich kann mir boah, so ein Messerhans hier. Oh, der war sogar. Der hat sogar. Mensch. Nervig, ey, die Hunde teilweise. Nein! Aber ich könnte vielleicht von da aus da hochkommen. Nochmal. Mensch. Komm schon. Er kommt da ganz easy going hoch, wie es aussieht. Das ist ja nicht schlecht. Mensch. Ich weiß aber nicht, ob ich darauf komme, muss ich echt mal sagen. Ja, jetzt bin ich drauf. Sieht nicht ganz so gut aus. Ach. Nein! Guck mal an. Ich werd bescheuert. Das hab ich ja noch gar nicht gewusst, dass man das kann. Aber irgendwie, warte mal, komme ich da trotzdem noch nicht ganz. Jetzt! So, hier muss ich irgendwie wohin? Feind erkundet. Ah ja.
gar nicht gut. I'm sending everything home to the tower. Ja, die Mission habe ich abgeschlossen. Und ich denke mal, dass ich damit dann auch das Gameplay erstmal beenden werde. Das sammeln wir nochmal kurz mal ein. Was ist das denn hier? Totengeist wiederbeleben. Ach ja, das ist das. Das habe ich auch schon mal gemacht. Ja. Ich werde auf jeden Fall erstmal das Gameplay beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, vielleicht könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das hier gefallen hat. Oder auch nicht. Und dann können wir darüber ja reden, dass man vielleicht noch eins macht davon oder so. Muss man mal sehen. In dem Sinne, erstmal von meiner Seite aus, ciao und bis dann.